Moin, moin, Hamburg! Hamburg, Stadt und Land! Moin, moin ist das Stichwort. Moin, moin, Boris. Schönen guten Morgen, Berlin, Deutschland und Hamburg natürlich. Und hallo nach London. Hallo nach London. Ja, London ist listening. Und ihr werdet euch wundern, heute, Freunde, haben wir zwei Aufgaben. Das erste Aufgabe ist, wir wollen eine ganz tolle Geschichte vorstellen, aber zweitens geht es auch um eure Englischkenntnisse, denn wir werden heute ein bisschen mehr Englisch sprechen als sonst. Noch ein bisschen mehr als sonst, genau. Und wir haben heute nicht die Möglichkeit, simultan zu übersetzen. Nein. Wir würden unserem Gast gerne einen Knopf im Ohr anbieten, sodass er sofort hören kann, was wir sagen. Wir machen das aber ganz oldschool und übersetzen selber. Macht viel mehr Spaß. Wir würden selber übersetzen und das Tolle ist das, das bietet jedem, der Englisch besser kann als wir und als unser Gast, die Möglichkeit, das alles zu korrigieren und im Chat direkt darauf hinzuweisen, was wir alles falsch gemacht haben. Genau, aber ich glaube, das reicht zumindest, um ein Gespräch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Unser Gast heißt Stephen Green und er hat eine tolle Initiative ins Leben gerufen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass Kinder und Jugendliche quasi gemeinnützige Arbeit leisten, die anderen hilft. Und dafür bekommen sie dann Zugang zu Konzerttickets, also exklusive Weltstars. Wir reden da wirklich von Konzerten Maroon 5, Rihanna. Ich glaube, ich habe Snoop Dogg gesehen. Didi heißt da jetzt, glaube ich, nicht mehr P. Diddy. Man weiß es nicht. Irgendjemand heißt auf jeden Fall so, ist ein Weltstar. Und die Kinder können sich dann diese Konzerte angucken. Ja. Geile Idee, super Idee. Wirklich toll. Super Idee. Mich würde ja interessieren, ob das auch in Hamburg geht oder ob das zumindest geplant ist, das auch hier zu machen. Das werden wir ihn gleich fragen, und zwar auf Englisch. Genau. Aber vielleicht gucken wir, haben wir einen Trailer? Natürlich, wir haben einen Trailer vorbereitet. Da schauen wir rein und dann holen wir ihn dazu. Ja. Music lovers are being encouraged to give 4 hours of time and effort. Thousands of free tickets for a Busta Rhymes concert at the Albert Hall are being handed out to young people. It seems almost too good to be true. A moderate success so far. 4 hours, one ticket. We are live from London's Royal Albert Hall. Thank you so much for everything that you've done. Et j'ai trouvé que les jeunes étaient super, mais vraiment super. It makes volunteer work a bit fashionable. Volunteer gives you a certain feeling. 4 hours of your time, well done, you. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. La motivación que me trajo a venir acá es contribuir. Con un granito de arena con la sociedad. I'm going to vibe because I love the artists, obviously the concert, and just wanted to give back and help the community a little. It's amazing to do something good for other people. We want to eventually go all over the world because our philosophy is that, you know, through music and through one kid at a time, we can change the world. Best thing I've ever done, ever. It was just an amazing concert. 4 hours for such an amazing concert. I was proud. I'm too much excited. I can't say anything. Some people can't afford the tickets even if they were on sale. It gives people the chance to get the tickets. No matter what, they can put something in to get something back. My 4 hours couldn't even compare to the... What just happened in here? Thank you. Orange Rock Court, the coolest thing you could ever do in your life. Come back next year and do it again. Nice. And now, welcome, Stephen Green. Moin, moin. Moin, moin. There you go. Right. Nice to meet you. Nice to meet you. So, when did you arrive in Hamburg? I got here yesterday. It's wonderful to be back. Ja. Gestern angekommen, gebürtig aus New York, hat er schon erzählt. Und aus London ist es natürlich wesentlich einfacher, mal kurz rüber zu fliegen, als aus New York zum Beispiel. Ja.
And what a brilliant idea. Ah, thank you very much. To be honest, what a brilliant idea. Thank you. I heard from this from a friend in Switzerland, Mike Fuhrmann. Ah, yes. He told me about the initiative. And I was like, I'm into the industry, in entertainment industry now for like 40 years. Never heard about such an idea. Mm. And it's a very simple idea, isn't it? Very simple. Yeah. It's one of the beauties of it. It's very easy to explain. It's 4 hours of volunteer work and receive one ticket. It's the definition of a great elevator pitch. Yeah. Right? I can explain to you very quickly, very simple, very difficult to execute, but very easy to understand. Also, die Idee ist eigentlich ganz einfach. Man arbeitet, also Kinder und Jugendliche arbeiten 4 Stunden, 4 hours, right? Mm, 4 hours. Ja, 4 Stunden. Und bekommen dafür, weil sie 4 Stunden was für die Allgemeinheit getan haben, für die Community, für die Gemeinschaft, bekommen sie ein Konzertticket von einem richtig attraktiven Konzert. Mm. Who are the supporters of that idea? I mean, because I guess you need stars, you need people who do concerts and all that. How you approach them? So the great thing about approaching the artists is we're not asking them to do anything too much out of their normal routine, right? All we say is, please, can you come and play at the concert? Yeah. That's all you have to do. Become the carrot, the incentive, and then we'll ask young people to volunteer in the community, benefiting a local nonprofit, an NPO, NGO, and if they do that, they get a ticket to see you play. So don't do anything different. Just come play the gig, and we will use that as the incentive to get young people to do something positive in the community, in the city, in their country. We also ask the artists, they also must participate in 4 hours. Everybody who comes to the concert has to do 4 hours. Okay. So if you're on the stage, you're in production, you're taking the tickets, everybody there has done 4 hours of work to be at that concert. Wirklich eine tolle Idee, ne? 4 Stunden arbeiten und dafür dann ein Ticket bekommen für so ein Konzert. Und er sagt ja dann diesen Stars, ihr habt ja gar nichts anderes zu tun, eben als ihr es sonst auch macht. Ihr müsst im Prinzip nur eine Show spielen und ihr tut auch was für den guten Zweck. Also jeder, der dabei ist, beteiligt sich. Die Stars können dann eben auch mitmachen. Und so einfach bekommt man solche tollen Konzerttickets. Unfortunately, we can't offer you an in-ear, that you can hear what we say directly translated, so we do it the old school way. I think it'll work for our... Thank you to the viewers. From the first idea, how developed the project till now? The real spark for this idea, well, we have to go way back in time. If you can picture New York City at the time of the terrorist attacks in 2001. I was in the city that day, and of course the buildings coming down, it was terrible, something that will stay in my mind forever. But what came next was the real inspiration. So it was a beautiful late summer day in New York. Sun was out. And after everybody watched the news for a while, they wanted to come out and be with each other. They were in the restaurants, they were in the bars. And for this moment, everybody, there were no strangers. Everybody was talking to everybody. Are you okay? Did you know anybody in the tower? Can I help you? Do you need any assistance? And you know what New York is like. This was so unusual. It was an outpouring of human connection. And we wanted to take this feeling and continue it. We thought at the beginning we would do a music benefit concert, you know, pay money and give the money to a charity or an NGO. But instead, for young people who might have a lot of time but not a lot of money, we came up with this concept. Instead of giving money, give your time and everybody be connected together. So it was born out of this feeling in New York where strangers want to know each other and want to help. Soll ich mal einmal den Blog übersetzen? Ernster Hintergrund, mach mal, ja. Und zwar, also die Initiative oder die Grundidee kam eigentlich mit dem Zusammenbruch der Türme in New York, mit dem Terroristenanschlag. Kurz danach gab es einen Tag, einen wunderbaren Herbsttag, Sonne draußen, die Menschen sind wieder rausgegangen und alle Menschen in New York aufgrund dieses gemeinschaftlichen, furchtbaren Erlebnisses, alle Menschen haben sich unterhalten, haben gefragt, wie geht's dir? Hattest du jemand, der in den Towers war? Wie ist deine Verbindung zu dem, was da passiert ist? Und alle Menschen haben sich unterhalten, alle haben zusammengestanden und jeder war auch bereit, was zu tun. Und da ist ihm die Idee gekommen, dass man eigentlich nur probieren muss, diese Energie, die jetzt da ist, die Energie, etwas gemeinschaftlich zusammenzutun, zu nutzen und daraus eine gute Bewegung zu machen.
Habe ich das halbwegs korrekt gesagt, ja, ne? Also aus meiner Sicht ja. Gut. Was sagt der Chat? Schreibt uns mal. How do the celebrities like the idea? Are they looking forward to take part in the project? They love it. I mean, you have interviewed and had so many celebrities at this desk, so you know what their life is like. It is so busy, right? And so once you can get the celebrity, the musician, to kind of stop and spend 4 hours at one of these community projects, they absolutely love it. It's so different than the rest of their schedule. Imagine what it is like to be a famous musician. The only time you really meet your fans, first on social media, but that's not really real. And second, at a quick meet and greet backstage, and that's not authentic either. But then you spend 4 hours with some of your most passionate fans, not at a concert venue, but at a school or a park or a community center doing volunteer work. What a fantastic connection. They absolutely love it. And by the time they get to the concert, they say, I'm playing for you. So the celebrities love it, once we can get them to slow down a little bit and take part. Also er muss gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, weil er sagt, wir wissen das ja selber, wenn hier viele Promis sitzen, die haben sehr eng getakteten Terminkalender, einen Termin nach dem anderen. Und wenn man jetzt mit den Fans in Kontakt tritt, zum Beispiel über Social Media, dann ist das eine Möglichkeit, aber das ist nicht wirklich echt oder authentisch. Und gerade in dieser freiwilligen Arbeit im Prinzip, 4 Stunden an der Schule zum Beispiel, da hat man ja eine wirkliche Verbindung zu den Fans, zu den jungen Leuten, und deswegen sind die alle begeistert und machen gern mit. Toll. Ja. Nice. So. How can we in Germany, not just we, our little tiny station, but we in Germany, how can we kick off this project to make it big in Germany as well? Because for me, the main question, when I heard the idea, the main question was, it's like the you know, the egg and the chicken. Yes. What do you need first? You need the celebs? No, yes. I don't think so. You need the NGO, the kids? Who's the one who helps you kicking off the project? Okay, so first of all, we have to do Rockcore in Hamburg. Yeah. Right? We cannot be complete in the world until we do a gig here. Okay. You know, this is such an important place in the world and the global music map. So we have to be here. That's number one. Good. Okay. That's good. That's the good news. Yeah. Sehr gut. Number two, part of the equation that we're missing, we started this not strictly as a non-profit. We started this as a social business. Mm-hmm. And our partners are sponsors, corporate sponsor. For the last 20 years, you guys know, there has been a big movement for big advertisers, big brands, of doing their marketing in a way that has social purpose. Yeah. Now we call it ESG. Before it was called sustainability, before it was called CSR. So we get together with a large German brand who wants to support this type of project. It's half entertainment and half social purpose. It's not either one or the other. Okay. So at this moment, we're looking for a great corporate partner in Germany to bring this to life, and we celebrate in the Volkspark with thousands and thousands of young people. Okay. What kind of partner do you need? You need my first step is a big German brand, right? Yes, that's right. Yeah. Perhaps the first step is a big Hamburg brand. Perfect for us. Yeah. I probably have an idea, but later on. We have an idea. Not sure on this. Perfect. Also das Ganze hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren, aber er sagt, weltweit kann man natürlich nur sein, wenn man auch in Hamburg ein Konzert gegeben hat und Konzerte gibt, und dazu braucht es eben einen Partner, der mit ihm dann zusammenarbeitet. Maybe we can help finding a partner, I don't know. Where can I get further information on the project? What is the webpage or please come social and see media? Us. It's Rockcore. It's CORPS. So RockCorps. Please, we're everywhere on the internet. Please come and check us out. Join us. We have a very large concert coming up in a few months in Paris. It's part of the Paris 2024 Olympics. The Olympic Games are in Paris. So we're doing a big gig at the Accor Arena. Our sponsor there is Ibis Hotels. And in this arena, we will have 15,000 young people. They're getting Paris ready right now, doing all kinds of volunteer work around. And they will be celebrated with a concert on the 29th of May. So come and look at us on the internet. You can see it in action as it's going on. This will be a preview for what we're going to do in Hamburg. I'm going to post the link in our live chat. Ja. Also Paris, nächste große Show. Nächste große Show in Paris. When is it? May 29th is the concert, but volunteering is happening now, not just in Paris, but all over France. Genau. Also in ganz Frankreich bis zum 29. Mai findet die Arbeit sozusagen statt. Und das große Konzert ist dann auch im Rahmen der Olympiade und Vorbereitung der Olympiade in Paris am 29. Mai.
29, right? Perfect. Yeah. Okay. Yeah, definitely. This is a challenge, isn't it? I mean, Paris is doing it. And what about Hamburg? Just to tell you the truth, I tried to bring Adele to Hamburg. Okay. And I was in contact with the officials. Mm. And we were that close before having Adele here. Yeah. But to be honest, they fucked up. And now it's in Munich. And they fucked up because they tried to, you know, nobody was really taking care, nobody was interested. And I felt so, because these guys from Adele, they approached me, just me. And I was the only guy in Germany knowing that there is an opportunity that she will play like 8 to 10 concerts this August in this year, happened last year. And I try my very best to get the officials on a table to have discussion, whatever, they fucked up. Mm. And I was very sad about it because Hamburg is a music city, has ever been. And I guess this is an opportunity to, you know, make it better than with Adele. Well, I'm sorry for all the Adele fans in the Hamburg area, because that's a real miss. Möchtest du dich selbst übersetzen, oder? I like you translating me. Okay. Also, Boris hat erzählt, er hat mir ja schon sein Leid geklagt. Er war so dicht dran, dass Adele tatsächlich eine Hamburg-Show spielt oder sogar mehrere Konzerte gibt. Und er war mit Leuten im Gespräch, das möglich zu machen. Und tatsächlich hat es dann leider nicht funktioniert. Es gab Schwierigkeiten. Das F-Word werde ich jetzt mal nicht übersetzen. Sie haben es sicherlich verstanden. Sie spielt in München. Ich sage mal ganz ehrlich, das Ding ist das, Sie haben mir nicht geholfen, einen Platz zu finden, der die Größe hat, dass das darauf stattfinden kann, weil es das in Hamburg, keiner kümmert sich drum. Hm. Dann haben sie mich nicht ernst genommen, da haben sie auch noch probiert, hinterm Rücken mit anderen Leuten Geschäfte zu machen. Und das, obwohl die Leute von Adele mich persönlich angerufen haben, ich war der Einzige, der das im Herbst letzten Jahres wusste. Recht. Das war so dämlich. Wir hätten in Hamburg 1,2 bis 1,5 Millionen Übernachtungen gehabt. Und wir hätten in Hamburg so 800 Millionen zusätzlichen Umsatz gemacht. I'm just telling figures, you know, to blame the city. Ha, ha, ha. You told us you have been in Hamburg several times before. And for that reason, I think you know many famous places. Hamburg is a music city, let's say the Elbphilharmonie. So there are many locations, probably for your project. I think it's perfect. Yeah. Yeah. The music is in the water in Hamburg, right? Yeah. We are a harbor city, but the music is in the water here. We want to do some Hamburg stuff, something we call local colorit. Yeah. Have you ever had a Fritz Cola before? Of course. Oh, you know Fritz Cola? You know Fritz Cola? There it's you very go. Famous, yes, okay. Of kind course. Of a little today? Bit disappointing to us, but we are not expecting surprise that. Is gone. Okay, so a funny thing is, last week I received a call from Fritz Cola, and Fritz Cola is quite close also to entertainment and to music industry and whatever. And I received a call, and they told us there is a new Fritz Cola coming up. And I said, okay, let's get us 4 bottles at least to try. We never, no one else outside of Fritz Cola ever tried this new Fritz Cola. So our challenge now is to try this new Fritz Cola, to tell them the truth about if it's nice or if it's not nice. And after that, I would contact them, would send them the clip what we are doing here, and would say, okay, listen, folks, this is what we did for you. And now it's your turn, get in contact to Rock Corps. And you might be a great sponsor for that, because image-wise, this is a perfect fit for them. What do you think about that idea? I think so. This is B2B. Yeah. We say in Rockcore, give, get given, right? Yeah. So give and get given, right? Perfect. That's what we do. So also, dann können wir das hier probieren. You never had Fritz Limo Ginger Lime before, I think, and there's some stuff at the bottom. You this need to lightly shake it, I think. I do. Or just twist the bottle. You can open it up. I think it's fizzy, be careful. Boris? Yeah, bitte, danke. You want a glass? Ah, no, nope. Straight from the bottle, okay. Right? There you go. Ich trinke direkt aus der Flasche, sehr gut. Ich brauche den Opener bitte noch einmal. Bin sehr gespannt. Cheers, Marco. Cheers. Prost. 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 It's good. Nice. Smells like summer. Tastes like summer. I think at the beginning, with the cloudiness, presentation was kind of 8 out of 10 intrigued. Yeah. But now that I taste it, it's 9.5 out of 10. Whoa. The ginger. Because it stands for the foggy weather in Hamburg. No problem. Also am Anfang ein bisschen trüb und dann sagt er aber Geschmack 9,5 von 10. Yeah. Das ist doch wohl And it reminds me a bit,
to the days in London, because I used to go to the BST in London every year. Yeah. Every year. This year, I question, why did they fuck up this year? The schedule is totally different to all the other years in the past. Something went wrong. You want to talk about problems with local authorities? Yeah. Well, welcome to London, right? Okay. Hyde Park is in the middle of Westminster Council, and the amount of regulation they put on the promoter, God bless. You know? But the last years, I mean, we had on one weekend, we had Elton John and the Rolling Stones. This weekend, there is like Shania Twain. I love her. But, in the past, whatever. Yeah. And then you have like Andrea Bocelli. Yeah. The only big act, really big act, is Robbie Williams this year. Yeah. And in the last years, in the last decades, actually, they had like, whatever, 10, 15 big acts. Yeah. And so this is this year, I don't know what, but it's worldwide. It's the life, for example, Lollapalooza in Berlin this year. Mm. There is no list of artists out. Mm. It's happening in September, so in half a year more or less. Mm. And no, we don't know any act. So Boris vermisst das Line-Up von den Konzerten und den großen Shows, zum Beispiel Lollapalooza in der Hauptstadt in Berlin. Ja. Hyde Park ist er ja auch regelmäßig im Sommer in London, bist du wieder da und hat sich so ein bisschen beklagt, dass es da die ganz großen Namen in letzter Zeit nicht so richtig gab. Aber, ne? diese Limo erinnert mich an Pret-à-Manger. This smells a little bit like Pret-à-Manger, because for me it's Pret-à-Manger, it's a little, you know, the little ginger stuff. Mm. You have a coffee in the morning and then you have a ginger shot in the morning. Mm. And it's for me it's a little bit, it reminds me a bit of Pret-à-Manger. It's a perfect morning. It's a wake-up kick. Yeah, exactly. Perfect for the morning, I think, I'm ready for the morning to go. Show. Yeah. Yeah. Stephen, how do you like our studio? We have the window in the back, unfortunately not the lakeside, but how do you like our city studio? There's something about Hamburg that has a special energy, so it's great to be here with you guys. And now I'm ready to go with my ginger shot. So, perfect. Also das macht Hamburg aus. Sehr gut. Last but not least, I need to tell you a story about a friend of us. His name is Jürgen Hunke. He was here yesterday. He was here yesterday, actually, yeah. We had a chat about theater and culture in Hamburg. Mm. And he also brought out a couple of books. And every guest who is here can choose amongst these books, these four books, yeah. You can choose about the white one, this white one, the red and the green. Okay. And when we give Which one would Stephen Green pick? Oh, Harmony, for sure. Harmony and Mia, as a Harmony and the Sea, that doesn't mean. Yeah. You just say stop. Stop, please. Left or right side? The right, of course. Yeah. I do it in German first. Die Frauen geben mehr Geld aus, als der Mann verdient, damit die Leute glauben, dass mehr verdient, als die Frau ausgibt. It's from Danny Kane, a quote from Danny Kane that says, women spend more money than the husband earns because they want the people to believe that he's earning more than she's spending. My wife may be watching, so I'm going to... Falls die Frau zuguckt, wollen wir nichts Falsches sagen. Okay, we take the other one. We take the left side. I think it's better. Yeah, there's an Indian, an Indian proverb saying, hänge die heutige Pflicht nicht an den morgigen Tag. Haken. Entschuldigung. Hänge die heutige Pflicht nicht an den morgigen Haken. So, don't put the duty of today in the corner of tomorrow. Okay, I think that's better. Right. Yeah. Okay, yeah, we take that one. Yeah. Wife approved. Yeah. No problem. Yeah. Stephen. Thank you so much. Vielen Dank. Nice to And see you next time. Thank see you next much. Time. And thank you for coming. And we will definitely support this idea. And we will be anyway in contact. There is somebody, by the way, we should mention that at least. Right. Yeah, there is somebody sitting there in the back. You My don't German want to be colleague. On camera. No, very Your German colleague. Yeah, he's a drummer. Yeah. And the drummer, he likes to be in the background. Yeah, yeah. But we have also a Fritz Cola for him. Yeah. Yeah. There's four. I think I'm going to open it up right now. Yeah. So, wollen wir den Einspieler nochmal sehen? Don't forget to shake. Let's see the clip again. Yeah. What? Yeah. What do you think? Thank you. Hand it over to him. Music lovers are being encouraged to give 4 hours of time and effort. Thousands of free tickets for a Busta Rhymes concert at the Albert Hall are being handed out to young people. It seems almost too good to be true. A moderate success so far. 4 hours, one ticket. We are live from London's Royal Albert Hall. Cheers to you guys. Thank you so much for everything that you've done.
j'ai trouvé que les jeunes étaient super, mais vraiment super. It makes volunteer work a bit fashionable. Volunteer gives you a certain feeling. 4 hours of your time, well done you. I just wanna make you sweat. La motivación que me trajo a venir acá es contribuir con un granito de arena con la sociedad. I'm going to vibe because I love the artists, obviously the concert, and just wanted to give back and help the community a little. It's amazing to do something good for other people. We want to eventually go all over the world because our philosophy is that, you know, through music and through one kid at a time, we can change the world. Best thing I've ever done, ever. It was just an amazing concert, 4 hours. It's such an amazing concert, I was proud. I'm too much excited, I can't say anything. Some people can't afford the tickets even if they were on sale. It gives people the chance to get the tickets. No matter what, they can put something in to get something back. My 4 hours couldn't even compare to the... What just happened here? Thank you! Orange Rock Core is the coolest thing you could ever do in your life. Come back next year and do it again. Und wir sind wieder allein, 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 allein. Allein, kennst allein. Du den Song noch? Ja, den kenne ich, selbstverständlich. Das lief gut, würde ich sagen. Also wir könnten jetzt üben, uns noch ein paar Mal englischsprachige Gäste einladen und dann machen wir das Ganze irgendwann mal auf Spanisch, Französisch oder Japanisch. Mal gucken. Also immer so, wenn wir auf Französisch machen, ich bilde mir ein, dass ich alles verstehe, tatsächlich, also fast alles verstehe ich. Aber mit dem Sprechen, bis man reinkommt, ist schwieriger. Ich gebe es zu, wie es ist. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, das glaube ich. Du bist ja regelmäßig in Frankreich. Ja. Ich habe Französisch in der Schule ein bisschen gelernt, da bin ich nicht mehr so drin. Spanisch schon eher, aber davon entfernt irgendwie fließend zu sprechen. Ja. Verstehen auch eine Menge. Sprechen immer, wenn ich da bin, mal wieder so ein bisschen. Ich habe einmal, da war ein Boxer hier zu Gast, der kam aus Lateinamerika und da hat der Promoter gesagt, so mach das alles auf Deutsch, der spricht Deutsch. Ja. Und kurz vor der Sendung hat der mir dann gesagt, so ich spreche eigentlich kein Wort Deutsch, können wir das auf Englisch und auf Spanisch machen? Dann haben wir es irgendwie gemischt. Und dann ließ er die Fäuste sprechen. Genau, hat er mir eine reingehauen. Nee, zum Glück nicht. Ja, das war lustig, hat Spaß gemacht. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass er Fritz Kohler, also ist natürlich nicht überraschend, er kannte das schon. Ja. Ich hatte gehofft, dass er sagt so, nö, habe ich noch nie probiert und wir ihn richtig überraschen können. Aber natürlich kannte er Fritz Kohler und Fritz Limmel. Das Tollste an der Geschichte ist übrigens, dass, daran sieht man auch die exzellente Vorbereitung von Marco immer, er hat 4 Gläser dahingestellt, damit wir aus Gläsern trinken können. Es haben irgendwie alle verweigert. Ne? Muss ich so sagen. Bin ganz froh, es sind nämlich nur 3. Ach so, nur 3? Ja, ich bin ganz froh, dass keiner ein Glas genommen hat, sonst hätte einer keins. Wäre ich nochmal losgelaufen, kein Problem. Oder ich hätte aus meiner Tasse getrunken, das geht auch. So. Ja, dann haben wir ein Thema, was ich wurde gebeten von der Hamburger Polizei. Ja. Und zwar, es wird jemand vermisst. Mhm. Ein 77-jähriger Mann aus Hamburg-Horn. Mhm. Und der ist seit Sonntagnachmittag, also seit vorgestern, ist der 77-Jährige verschwunden. Wasil Czerniatynski heißt er, aus dem Stadtteil Horn. Und jetzt, Achtung, Kamera, es gibt ein Bild von dem Vermissten. Ich gebe jetzt zu, dieses Bild ist jetzt nicht wirklich optimal, aber es gibt eben ein Bild. Kann das mal. Wir können es ja nachher noch mal in Vollbild vielleicht für den Aufruf sozusagen in unserer Nachrichtensendung einblenden, in den Blaulicht-News des Tages. Genau. Er ist, also eigentlich geht er im Umfeld seiner Wohnanschrift jeden Tag spazieren und sucht Geschäfte und öffentliche Einrichtungen, Plätze auf. Gestern jedoch ist er von seinem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Er orientiert sich bei seinen täglichen Spaziergängen besonders an Gebäuden und er ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Deswegen, die Polizei weist darauf hin, melden Sie es in irgendeiner Wache oder zur Not auch bei der 110, wenn Sie diesen Mann irgendwo sehen. Dafür ist so eine Sendung natürlich auch immer da. Ja. Das ist natürlich unsere Pflicht und das machen wir natürlich gerne. Wir haben es ja eben schon gesagt, gestern hatten wir Besuch von Jürgen Hunke und von Dominik Horwitz. Ja. Wir haben da was aufgezeichnet. Wissen wir eigentlich schon, wann wir senden? Nee, wir müssen es noch ein bisschen schneiden, aber das senden wir bald. Und zwar haben wir über Theater und Kultur gesprochen. Ja. Und das war wirklich spannend. Das war total spannend, auf jeden Fall. Es ging natürlich um die Kammerspiele und das Stück, wie heißt es, Fräulein Julie. Fräulein Julie. Du hast es ja schon gesehen. Ich habe es schon gesehen, ja. Hat es dir gefallen? Es ist immer so, also das Wichtigste ist erstmal, da stehen 2 Schauspieler auf der Bühne, die 75 Minuten lang
ein Stück tragen, eine Geschichte tragen. Und was Dominik gestern erzählt hat, ist genau richtig. Es geht eigentlich darum, dass die Edelfrau sich sozusagen mit dem Diener abgibt am Rande einer Party und dass da Machtspielchen zwischen den Betroffenen stattfinden. Und dann, es geht also bis hin, dass man plant, gemeinsam abzuhauen und sozusagen dann wollen sie auch noch das Geld mitnehmen von dem, ich glaube, der Opa ist es, von der Prinzessin da. Und dann ist es ist sehr dramatisch, es ist laut, es ist unglaublich anstrengend als Schauspieler, deswegen hatte ich gestern auch gefragt, wie das ist, ob man dann überhaupt, wenn man in dieser Rolle drin ist, ob man das Publikum überhaupt sieht, also ob man das registriert, die Gesichter, was passiert, ob die erstaunt sind bei Reaktionen und so. Für mich hat tatsächlich, muss ich sagen, ich war sicher seit 30 Jahren nicht mehr in den Kammerspielen, mich hat das total angefixt, was für ein unglaublich schönes Theater das geworden ist. Also Jürgen Bunker hat das ja komplett umgebaut, mit unglaublich viel Geld auch reingesteckt. Aber vor allen Dingen, viel wichtiger als dieses ganze Geldthema, ist das Geschmacksthema. Mhm. Da sind, also jede Lampe, jedes Bild, alles, was du in diesem Theater siehst, ist von ihm selber ausgesucht und dahin gepackt. Und es ist mit so unglaublich viel Style und Geschmack gemacht. Und mir tut es, ich bin rausgegangen und habe gesagt, Mensch, das war so ein schöner Abend und so eine schöne Umgebung. Danach noch alle in der Bar gewesen und da gab es auch noch so eine schöne warme Brezel mit dazu und so. Und habe ich gedacht, das ist so ein Jammer, dass so ein Laden nicht jeden Tag bumsvoll ist. Eine Begegnungsstätte der Generation, eine Begegnungsstätte für Kultur, das hat so viel Potenzial. Mitten im Grindelviertel, also auch so eine Art Nachbarschaftstreff, genau, auch, ne? Theater mit 400, 500 Sitzplätzen, dann ein Logensaal mit nochmal 200 Plätzen, wo man also ein großer, wunderschöner, toll zurechtgemachter Saal, wo auch eine große Bühne drin ist, wo man also Präsentationen machen kann, wo ja auch Comedy heute schon stattfindet, zum Beispiel hier, wie heißt das hier, PowerPoint-Karaoke zum genau, Beispiel. Schnack-Stand-Up ist da, genau. Also da sind schon Veranstaltungen, aber eigentlich das ist so eine tolle Location und eigentlich müsste sie jeden Tag bumsvoll sein. Das hat die, und gerade in einer Stadt wie Hamburg. Ich war letztes Jahr mal da zu einer Pressekonferenz, die Jürgen Huhnke gegeben hat und davor nämlich auch lange nicht, also nicht zu einer Vorstellung leider. Wir hatten da auch vor längerer Zeit mal eine Hamburg 1 Weihnachtsfeier, aber ich habe mir auch vorgenommen, da mal wieder öfter hinzugehen und generell auch ins Theater wieder öfter zu gehen, weil das war gestern eine tolle Werbung auch wirklich für, ich sag mal, das Medium Theater tatsächlich in all seinen Facetten. Genau, was mir, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen zögerlich geantwortet, auf wie es mir gefallen hat. Also ich weiß, meine Eltern sind selber Schauspieler, ich weiß genau, was die da leisten. Ne? Das Stück kommt auch aus einer anderen Zeit, eher aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang 19. Jahrhunderts, so in der Gegend spielt das. Also ich würde mir halt wünschen, und gerade bei solchen Locations, und da bin ich ein bisschen zugegebenermaßen London verseucht, so, da ist es so, da gibt es eben nicht so viel Subventionen. Ja? Da muss man als Theaterbesitzer etwas spielen, was die Leute ins Theater treibt. Und zwar jeden Tag. Da gibt es nicht diesen, wir spielen nur Donnerstag, Freitag, Samstag oder so, sondern jeden Tag muss das Theater voll sein, sonst rechnet es sich nicht. Und ich finde halt in schwierigen Zeiten, und wir haben wirklich schwierige Zeiten draußen, und es gibt so viele schlechte Nachrichten und wir werden total wahnsinnig gemacht von der Politik und mit dem allem, was passiert. Und für Menschen mit gesundem Menschenverstand wird es immer schwerer, glaube ich, sich einfach ganz normal im Alltag zu bewegen. Und in so einer schwierigen Zeit, finde ich, hat das Volk leichte Kost verdient. Und leichte Kost ist für mich zum Beispiel, im St. Pauli Theater gibt es immer wieder auch das Stück von den englischen Kollegen, the Play That Goes Wrong, das Theaterstück, was schief lief. Eine unglaublich tolle Idee, ganz einfache Idee, nämlich ein Theaterstück und alles geht schief, das ist die Idee. Also ein Krimi im Sherlock-Holmes-Style sozusagen, wo wirklich alles in die Hose geht. Ja. Großartig. Und die Leute lachen sich tot. Zwei Stunden mit einer Pause dazwischen. Ja, und darum geht's. Ja. Die gehen raus und dann erzählen sie, Mensch, wir waren im Theater, es war so abgefahren. Du glaubst es nicht, guckt es euch unbedingt an. Und dann ist das Ding ruckzuck ausverkauft, über Wochen im Voraus. Und ich finde, in einer schwierigen Zeit hat Kultur auch die Pflicht, es den Leuten leicht zu machen. Und ich finde, wir machen auch was Tolles. Wir haben das noch vor und sind mitten in dem Prozess sozusagen. Ja. Und zwar unser Show-Intro, das Opening Moin Moin von Wayne Morris. Das ist ja eine echte Hamburg-Hymne. Man hört ja als Intro von dieser Show immer nur diese eine Passage. Aber der ganze Song dauert fast 4 Minuten. Mhm. Und das ist eine richtige Hamburg-Hymne. Und wir sind dabei, ein Musikvideo zu machen. Wir haben mit Wayne schon gedreht, hier vor grünem Hintergrund. Mhm. Hier wäre gerade fast ein Vogel gegen unsere Scheibe geflogen, leider. Ist zum Glück nichts passiert. Das möchte ich mir nachher noch mal in der Wiederholung angucken. Ich glaube, er ist da gelandet, an der anderen Seite. Rechts neben dir, jetzt erschrickt er dich. Da ist er! Ja, da ist er. Ein Rabe. Ja, ein Rabe. Guck mal. Der Schulsenator. Ach so. Auf jeden Fall.
Wir müssen hier so Sticker ankleben, nicht, dass hier ein Vogel gegenfliegt. Machen wir gerade ein Video, das könnten wir auch reinschneiden übrigens. Und Sie sind aufgerufen, schicken Sie uns Ihre schönen Hamburg-Impressionen mit dem Smartphone im Querformat gedreht. Singen Sie selber mit, es gibt den Text und das Video bei YouTube. Und unser Stammzuschauer Mimoji TV hat uns das hier geschickt. Ja. Was ich gerade nicht höre. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall hat er uns alle animiert. Und wir singen vor den Kränen der Ilfi Moin Moin Hamburg. Machen Sie auch gern mit. moinmoin@hamburg1.de ist die Adresse. Da können Sie sich melden. Das ist Boris. In der Mitte ist Wayne. Links bin ich. Danke dafür, dass du mich so schlank gemacht hast. Das war Mimoji TV. Ja, das hat Mimoji TV hat mich dünn gemacht. Das finde ich total lieb von ihm. Ja. Ich muss noch mal kurz zurückkommen zu dem Kollegen Rabe, der natürlich in dem Moment probiert, die Scheibe zu durchdringen und mir in den Nacken zu pieksen, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne leichte Unterhaltung. Natürlich setzt er sich ein dafür, dass wir anspruchsvolle Stücke sehen. Und das, da ist es mit ihm durchgegangen. Da hat er sich ganz verwandelt und jetzt gegen die Scheibe. Wird es bestimmt Leute geben, die sagen, ja, das war inszeniert. Ihr sitzt vor einer grünen Wand und habt den animiert. Oder das war irgendwie ein ferngesteuerter Vogel. Nein, das war wirklich das echt war der spontan Rabe. Jetzt. Das war der Rabe. Das war, wie hieß der von Vincent Raven früher? Korax. Ja, Korax. Bei ja. The Next Uri Geller Show. Fand ich auch toll damals. Sehr schön. Fandst du nicht so gut, oder? Nee, fand ich nicht so schön. Ich fand es einfach albern, aber egal. Aber ich fand... Guck mal, Uri Geller war geil, ne? Uri Geller war das super. Das war damals mal, ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber das war so ein Typ, der hat sich hingestellt und hat gesagt, hier, er macht Magie und hat dann so Löffel verbogen. Hat er so rumgerieben, dann sind die Löffel runtergeknickt. Und das war tatsächlich, ich würde sagen, über Wochen... war das in der Bild-Zeitung ein Riesenthema, was Uri Geller alles macht. Ich habe den Typen dann mal getroffen. Du hast Uri Geller getroffen? Ja, selbstverständlich. Hat er deinen Löffel verbogen? Alle um uns rum hatten irgendwie Löffel dabei. Ja, ich war der Einzige, der das nicht hatte. Weil ich habe ihn einfach, ich habe ihm gesagt, pass auf, ich bewundere dich total, ja, weil du es geschafft hast, eine ganze Welt zu begeistern total. Mit einer wirklich geilen, einfachen Idee. Mich interessiert es überhaupt nicht, wie du es gemacht hast. Ja. Also ich finde es einfach toll, dass du es gemacht hast. So. Ich habe es damals gerne geguckt, aber ich muss sagen, das Lustigste war auch da im Prinzip das, was schiefgegangen ist. Ja. Und zwar als Korax, der Rabe, einfach mal schön einen abgeseilt hat und einfach auf den Studioboden gekackt hat. Und leider war auch da wieder das Lustigste, wie Stefan Raab das Ganze aufgearbeitet hat. Ja. Als Stephen Raven mit seiner Plastikkrähe. Eine Plastikkrähe. Ja. Die könnten wir hier installieren, damit sie die anderen Krähen abschreckt und da keiner gegen die Wand fliegt. Genau, das ist richtig. Oder aber eine Eule. Eine Eule? Ja. Wenn wir eine Eule da hinsetzen, dann sagen die anderen Vögel, nee, da ist eine Eule, wir gehen nicht hin. Weil die keine Eulen mögen. Also Eulen sind irgendwie als gewalttätig bekannt. Ich habe keine Ahnung. Man traut es einer Eule an sich ja nicht zu, dass sie gewalttätig ist. Aber bei anderen, also unter Vögeln sind Eulen, sagt man, Obacht mit dem... Ich habe letztens was gesehen, man kann ja im Internet mittlerweile fast alles bestellen. Es gibt für alles irgendwelche Startup-Unternehmen und ich kenne jemanden, der bestellt gerne mal Sachen im Internet. Ja, zum Beispiel auch. Du. Ja, zum Beispiel du. Es gibt, ich? Ja. Es gibt tatsächlich so eine Art Vogelbrutkasten mit einer installierten Webcam, selbstverständlich, die mit deinem Smartphone verbunden ist. Und dann kannst du mit einer KI sozusagen bestimmen, welche Vögel jetzt da sitzen und sich deine Körner schmecken lassen. Wenn wir zum Beispiel da in sicherer Entfernung zur Glasscheibe so einen Vogelkasten anbringen, dann könnten wir hier jeden Morgen gucken, was die Vögel machen und das live streamen. Das stimmt. Und wir hätten praktisch jeden Morgen die Möglichkeit, aus dem Wort Vögel in Witz Mehrzahl irgendeinen schlüpfrigen Witz zu machen. Genau. Das stimmt. Könnte man machen. Könnte man also machen. Muss man nicht, aber könnte man. Man kann so viel machen. Schreib es mir mal auf. Genau, es ist, wollen ist wie machen, nee, wie war das? Machen ist wie wollen, nur krasser. Genau, so. Kann ich wohnt meistens in der Willnigstraße. Genau so ist das, ja. So. Was ist das denn für ein Spruch? Das ist von Stromberg. Wie gesagt nochmal? Kann nicht, wohnt meistens auch in der Willnigstraße. Ja. Genau. Echter Stromberg. Wollen wir einen Kalender abreißen? Ja, sollten wir Kalender abreißen. Können wir machen, sollten wir. Auf jeden wir. Fall. Und zwar ist heute natürlich der 12. März. Zwei Tage nach Boris' Geburtstag. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe nur die kleine Ecke da unten abgerissen. Das ist ein Zeichen. Wofür? Keine Ahnung. Jetzt. So, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wirst es immer bleiben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wirst es immer bleiben. Es ist kein Aufruf zu Egomanie oder übertriebenem Egoismus, sondern es regt einfach an zur Selbstreflexion, Selbstachtung, könnte man sagen. Ja. Und positiver Selbstliebe. Ja. Wir haben noch 20 Minuten. Ich würde gerne einen ganz kurzen Vortrag halten. Und zwar, es geht im Wesentlichen um Gerechtigkeit und die Rewe. Okay.
wir erinnern uns an Fair Parken. Ich stopp die Zeit, ja. Ja. Und gestern war Folgendes. Gestern habe ich einen sehr interessanten, spannenden Nachmittag war ich dabei. Und zwar ging es um das Thema Digitalisierung. Ja. Und es ging darum, dass jemand von Rewe, der verantwortlich ist bei Rewe für Digitalprojekte, mal erzählt hat aus seinem Alltag sozusagen, einen Vortrag gehalten hat. Und wir haben dann in einer Gruppe von kompetenten Fachleuten haben wir darüber diskutiert, wie Digitalisierung in unseren Alltag eingreift. Mhm. Wir haben über KI gesprochen und so. Ja. Das war für mich, ich bin da nicht mit viel Erwartung reingegangen, weil ja bei uns relativ klar ist, was digitalisiert ist. Und solange wir hier noch, für die, die keinen Fernsehen gucken, sondern nur zuhören, ich habe gerade emotional aufgeladen das Stück Papier nach hinten geworfen. Hast du toll gemacht. Mein Signature Move. Der Soundeffekt war auch gut dazu. So, genau. Und dann war, also ich habe da jetzt nicht viel erwartet, weil ja in unserem Bereich ist relativ klar, was digitalisiert ist. Ich war sehr gespannt auf dieses KI-Thema, weil natürlich das für uns unter Umständen, ob wir hier noch selber sitzen oder nicht und was die KI besser kann als wir. Das war jetzt ein Fachvortrag, richtig? Oder? Das war ein Workshop eigentlich, aber mit auch einem spannenden Vortrag. Und da war eben dieser Kollege von der Rewe dabei. Ja. Und ich habe erstens erfahren, ganz wichtige Information für alle Zuschauer, Fair Parken gehört nicht zu Rewe. Und es auch nicht gehört nicht dazu. Es ist ein privates unabhängiges Unternehmen, das zugegebenermaßen, das wurde mir so gespiegelt, mit dem sie selber auch nicht sehr zufrieden sind. Weil da die Kompetenz der Parkplatz-Sheriffs, wie soll man sagen, die sind nicht top ausgebildet. Mhm. Ich glaube, sie sind willkürlich gewählt. Und manchmal auch mit schlechter Sicht ausgestattet, denn sie scheinen ja Parkscheiben zum Beispiel nicht zu erkennen. Egal, das war eine wichtige Erkenntnis. Deswegen war ich aber nicht da. Die zweite wichtige Erkenntnis war, dass wir ja gestern über Sonderangebote gesprochen haben. Ja. Wir haben nichts von der Rewe erwähnt. Und nachdem ich gestern erfahren habe, wie komplex die Arbeit bei Rewe ist und wie weit die vorne sind. Hattest du ein schlechtes Gewissen. Gerade im digitalen Bereich ist die Rewe ganz vorne und haben mit ganz mutigen Entscheidungen richtig was bewegt. Und deswegen müssen wir heute, und das wäre wirklich unfair, wenn wir das nicht tun würden, über die Rewe sprechen. Müssen wir. Das waren unter 2 Minuten. Das war ein guter Pitch, Boris. Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Und ohne, dass du dafür auf den Tisch geklettert bist. Ja. Das ist aber ein anderer Insider. Absolut. Kann man irgendwann noch mal rausholen. Bei Rewe gibt es einmal, und das ist wirklich eine richtig gute Nachricht, die Landliebe-Butter-Aktion für 1,49. Die mag ich gerne, ja. Ja, die mag ich auch gerne. Ist auch schön streichzart. Ne? Ja, gibt es auch gesalzen. Ja, ich mag sehr gerne gesalzene Butter. Und die Preise sind eben nicht gepfeffert. So, dann gibt es Müller-Joghurt mit der Ecke. Das ist ein knaller Preis für 33 Cent. Die Weintrauben sind kernlos und ebenfalls für 1,99 zum Knallerpreis zu haben. Wir haben das Schweinefilet. Ja. Für 77 Cent je 100 Gramm. Das ist ziemlich günstig, das muss ist ich sagen. Sehr für ein günstig. Filet vor allem. Ja. Ich finde nochmal so ein Joghurt mit der Ecke. Ne? Das ist so ein Produkt, das darf einfach nicht in deutschen Supermarktregalen fehlen. Ja. Das gibt es irgendwie gefühlt schon immer. Ja. Und vor allem fand ich damals, als er relativ neu aufkam, oder wie lange gibt es den schon? Also ich kenne ihn so. 40 Jahre. So lange schon? Ich glaube, 30, 40 vor allem Jahre, so als Kind diesen Werbespot in den 90ern, als es immer hieß, Sie müssen aufpassen, nicht das Ganze daneben zu meiern, indem man die Joghurt-Ecke in die kleine Ecke kippt. Ich soll sagen, ich kenne nur das schon mal Lied. Passiert? Dass, nee, der Joghurt mit der Ecke. Der Ecke ist was drin, irgendwie so, ne? Ich habe noch nie einen Müllermilch-Joghurt mit der Ecke gegessen. Das können wir ändern. Weißt du warum? Warum? Weil ich es einfach scheiße finde. Warum? Das sind doch voll die leckeren Sachen. Ja, aber das ist dieses ganze Plastik und dann ist da irgendwelches Zeug in dem Plastik und dann schütte ich das da rein und dann rühre ich um. Das ist so, weißt du, wie das ist? Okay. Das ist wie ein bisschen IKEA-Style, weil du fühlst dich als Tischler, aber hast nur 2 Schrauben angebracht. Und einen Inbusschlüssel. Ja, genau. Der gar nicht im Bus ist. Aber ist das ein Statement? Würdest du denn trotzdem einen probieren oder würdest du dich sträuben und sagen, aus Überzeugung würdest du es nicht essen? Nein, ich probiere alles, außer diese Sachen, die im Dschungel gegessen werden. Okay. Ansonsten, also ganz normal, wenn es sein muss und du eines Tages einen Grund hast und es gibt vielleicht einen neuen. Vielleicht ist irgendwann Tag des Joghurts mit der Ecke also oder wenn, so. Also wenn ich was sagen darf, wenn hätte ich gerne wenigstens was mit Frucht und nicht mit diesem Knisperzeug da. Das Knisperzeug ist dann nochmal doppelt dreifach Zucker. Aber es gibt ja glaube ich auch so mit Kirsch oder irgendwie so ein Zeug. Mit vielleicht. Sicherheit. Habe ich noch nie gegessen. Oder aber mit Quark. Was ich sagen wollte ist, Haribo ist auch im Knallerpreis. Und zwar entweder die Goldbeeren oder das Colorado für 79 Cent. Wo ist eigentlich die Himbeere? Die ist in Colorado drin. Warte, die Antwort ist falsch. Ja, ich weg, weil ich sie gegessen habe. Wo ist denn die Himbeere? Nein, du musst jetzt sagen, welche Himbeere? Welche Himbeere? Das ist die Werbung mit den Kinderstimmen? Ja, genau. Wir probieren das nochmal. So, der Haribo, Knallerpreis für 79 Cent, auch unter anderem Colorado. Was ist eigentlich mit der Himbeere? Welche Himbeere? Siehst du, geht doch. Dann kommen da rote Picomala raus. Ja. Welche sind deine Lieblingsgummibärchen von der Farbe her? Also erstmal Himbeere hat bei uns nie jemand gegessen. Nie, nie. Also, finde ich zum Beispiel echt gut. Die Himbeere finde ich echt gut. Oder es ist wie, welches englische Weingummi magst du am liebsten?
Das ganz Dunkle mag ich am liebsten. Ja, das was so, auberginefarben genau, ist, ne? Wo genau. Man denkt, es ist dunkle Weintraube. Richtig. Ja, aber es ist nur Chemie. Das finde ich echt lecker. Aber so hat jeder seine Vorlieben, das ist interessant. Absolut. Ne? Rotkäppchen gibt es übrigens, das wusste ich gar nicht, als Sekt oder als Fruchtsekko. Aha. Fruchtsekko. Ich habe noch eine Flasche Robbie Bubble, wenn du magst. Ja, kostet 2,99 €. Das ist günstig. Für Ostern, für die Kinder, wenn man die unter Drogen setzen will, dann kann man den Fruchtsekko geben. Machen Sie das lieber nicht. Ja. Dann kostet die Milliliter Auslese nur 3,99 € bei der Rewe. Und interessant ist, ja, das finde ich wirklich interessant, Uncle Ben's Reis. Und zwar, und jetzt kommt's, Ben's Original Süß-Sauersoße oder aber der Express Basmati-Reis, das eine 400-Gramm Glas, das andere 220-Gramm Beutel, sind zusammen für 1,59 € im Bundle. Und 1,49 € zu haben. Aha, zusammen. Ist das toll? Das ist günstig. Hier steht Aktion 1,59 € und hier steht 1,49 €. Ich weiß nicht, was er uns sagen. Ach nee, okay, das ist noch billiger, wenn du mit der App hingehst. Ach so, aber bezieht sich jetzt der Preis auf eine Komponente oder auf beide zusammen? Nee, eine Komponente. Aber du kriegst noch mal wieder 10 Cent billiger, wenn du es mit dem Abo kaufst. Aber dann kriegst du für unter 3 € Reis mit Soße. Ja. Das ist günstig. Und vor allem sind das ja mehrere Portionen. Ja. Also da kann man wirklich nicht meckern, ehrlich gesagt. Da kann man wirklich nicht meckern. Das ist eine gute Sache. Man muss wirklich sagen, das Leben ist so schön und es hält so viele tolle Sachen für einen bereit. Man muss nur mal zu Rewe gehen. Man muss nur einfach mal auch aus Gerechtigkeitsgründen zu Rewe gehen. Abgesehen davon übrigens, dass ich gestern noch was gelernt habe, das war erstaunlich. Und zwar, wenn du direkt bestellst, es gibt ja so die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es das überall gibt, aber auf jeden Fall in großen Städten, kannst du ja auch direkt bestellen. Dann wirst du ja beliefert. Und das Irre ist das, du wirst dann im Prinzip, was den Zeitverlauf betrifft, wirst du genauso beliefert wie der Rewe-Markt. Aha. Das heißt, diese Lagerzeit der Ware im Rewe-Markt entfällt ja, weil du ja der Rewe-Markt bist. Das heißt, deine Ware, die du kriegst, wenn du direkt bestellst, müsste eigentlich auch dann frischer sein. Das macht Sinn. Ja. Und ich habe gelesen bei den Kollegen vom Abendblatt, dass es bald in einem Hamburger Rewe möglich ist, komplett kassenlos zu bezahlen. Oh, da kann ich das erzählen. Da ist es nämlich so, dass die Produkte gescannt werden. Ja. Und dann gehst du raus und die haben erfasst, was du hast. Es gibt in Deutschland schon 10 solche Läden, die sozusagen kassenlos sind. Und es gibt aber europaweit, glaube ich, waren es 30, 40 Läden. Und jetzt kommt, das Irre ist das, da gehst du rein, dann wird deine Bewegung gescannt. Nicht dein Gesicht, weil man will ja nicht da seine Identität aufgeben, sondern wird die Bewegung gescannt. Also wie ich so reinkomme. Ne? Ich kann das Gerät wahrscheinlich irrsinnig verwirren, indem ich so tue, als ob ich humpel oder so. Ja. Ganz geiler Versuch. Aber ich wollte sagen, du schickst deinen Hund rein. Ja, oder das, genau. Du wirst aber erkannt anhand deiner Bewegung sozusagen. Ja. Und dann gehst du rein und dann ist es egal, weil es gibt ein System da drin, was die Regale kontrolliert, was deine Bewegung kontrolliert und so weiter. Es ist egal, du scannst am Anfang deine Kreditkarte, dann nimmst du die Sachen und du kannst sie dir direkt unter den Pulli stecken, in die Hose, sonst irgendwas. Ja. Wenn du sie genommen hast, ist es registriert und dann gehst du einfach raus. Du musst nicht mehr zur Kasse gehen. Du musst auch nicht gibt ja keine Kasse, aber du kannst auch nichts klauen, weil es eben gescannt wurde. Richtig. Wenn du zum Klauen unterwegs bist, dann bist du da falsch. Wir können ja auch mal die Tipps machen, wo man am besten klauen sollte. Nein, das machen wir natürlich nicht. War doch nur Spaß. Ja. Wir beide, Boris, kennen uns ja gut aus mit Vögeln. Das haben wir heute Morgen bewiesen, als dieser Rabe hier gelandet ist. Und es gibt ein Video, da hat eine Möwe gelernt, wie die Supermarkttür von alleine aufgeht, weil sie vom Sensor erfasst wird. Nein. Und dann läuft sie rein zum Regal mit den Chips, schnappt sich eine Tüte und geht auch einfach wieder raus. Suche ich mal raus. Ja, das wollen wir unbedingt sehen. Das wollen wir sehen, morgen vielleicht. Und dann ist die Frage, ob dann, wenn die das dann in diesem Rewe, den voll elektrisch sagt man auch nicht, voll digitalisierten werden Stromrewe. Werden auch Möwen erkannt. Genau, werden auch Möwen erkannt. Und die Frage, wie wird sie gecached? Ja, Möwen sind sowieso, was das angeht, die haben es faustdick hinter denen, die haben ja keine Ohren so richtig. Nee. Aber mir ist auch mal an der Nordsee von einer Möwe einmal, also die hat wirklich Drohgebärden gemacht. Ja. Im Prinzip bin ich da mit einem Fischbrötchen unterwegs gewesen. Und dann, die haben ja eine ordentliche Spannweite. Ja. Schwebt die so ganz dicht über deinem Kopf und schlägt immer so bedrohlich mit den Flügeln, dass du den Luftzug wirklich spürst. Ja. Und dann habe ich irgendwann ein Stück von dem Brot einfach hingeworfen und bin schnell weggelaufen, damit sie dann das Brot sich geschnappt hat. Und das eine Mal saß ich da mit einem Fischbrötchen, guck aufs Meer und esse das Brötchen. Und irgendwann habe ich mein Telefon rausgeholt und war kurz unabgelenkt. Und genau den Moment hat sie abgewartet und genutzt, um wirklich aus meiner Hand, zack, das Brötchen einfach mitzunehmen. Und weißt du, was das Tolle ist? Die Sylter Möwen, ne? Die machen das nur bei Touristen. Und das habe ich nicht geglaubt, aber es ist so, weil wir haben jemanden gekannt aus Sylt, der da wohnt, ein Einheimischer. Ja. Und wir saßen sozusagen beim Café und es gab auch kleine Küchlein und sowas alles, was dazugeht. Und dann kam die böse Möwe, kam an und das ist genau das, was du erzählt hast, ist passiert. Wir haben mal ein bisschen drüber fliegen, ein bisschen abchecken, was es denn da zu holen gibt. Und daraufhin
hat er sich mit uns unterhalten und irgendwann steht er auf und macht fumm und haut ihr volle Möhre in die Backpfeife. Echt? Ja, und die Möwe so und ist direkt weggetaumelt und ist nicht wiedergekommen. Und da hat er gesagt, ja, die Möwen, die müssen einfach, du musst als jemand, der hier wohnt, muss man den Möwen zeigen, wo es lang geht. Und dann kommen sie auch nicht mehr. Und tatsächlich ist die kann man nicht dafür mehr angezeigt werden eigentlich? Wenn man eine Möwe in der Backpfeife hat? Ja. Ich habe keine Ahnung. Weiß man nicht, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Also das sind wirklich, man, die sind clever. Du würdest 10 Möwen trainieren, ja, dass sie anderen Leuten das Essen klauen, dann musst du vielleicht nie wieder Essen kaufen. Du weißt noch nicht, was du kriegst, aber... Das wäre eine Idee. Und immer noch halbe Fischbrötchen. Hätte ich eine gute Idee, wie ich das Unternehmen nennen könnte, aber den Witz mache ich jetzt an dieser Stelle hier natürlich nicht. Denn wir wollen es uns ja nicht mit potenziellen Werbepartnern verscherzen. Auch wenn sie vielleicht Humor hätten. Ja. So sieht's aus. Die lecker, ist lecker, so eine, ne? Limo. Echt lecker. Ist lecker, die wirklich Limo, gut. Stimmt. Ja. Kalt wäre sie noch besser, glaube ich. Ja, aber das haben wir, liebe Zuschauer. Jeder von euch fragt sich natürlich, warum in Gottes Namen haben sie diese Limo nicht kalt gemacht? Die Antwort ist ganz einfach. Kalt schmeckt das viel geiler als warm, aber bei warm, also wenn es nicht, es ist ja nicht warm, also es ist stubenwarm sozusagen, da schmeckst du den Geschmack richtig. Ja. Und wir wollen ja hier eine Geschmacksprobe machen und wollen ja sagen, dass es richtig geil schmeckt, wenn es richtig geil schmeckt, stell was es tatsächlich schmeckt. Und da wollen wir es jetzt nicht kalt machen und damit die ganzen Aromen sozusagen zerstören. Und vor allem stell dir mal vor, unser Gast Stephen Green, zum ersten Mal bei Hamburg 1, gerade aus London angereist, ist hier bei 5 Grad unterwegs, hat vielleicht sogar noch einen Pfefferminzbonbon oder so gegessen und trinkt dann eiskalte Limo. Das geht gar nicht, denn das verfälscht ja den Geschmack, da gibt es Kopfschmerzen und das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir sie schön bei idealer Trinktemperatur von 14 bis 18 Grad serviert. Bei einem schweren Rotwein. Genau. Und ich muss noch mal eins ganz deutlich sagen, damit es hier keine Verwechslung gibt. Wir machen hier keine Werbesendung. Nee. Auch nicht für Fritz Cola, auch nicht, weil es ein lokales Unternehmen ist und auch nicht, wenn wir sie gerne trinken, sondern wir haben das tatsächlich deswegen gemacht, weil wir glauben, dass die Verbindung zwischen dem Laden und Rock Corps eine tolle Verbindung wäre. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit Rock Corps gesagt. Er hat immer Rock Corp gesagt. Ja. Heißt das Corps oder Corp oder war das Slang? Ich glaube, es ist Rock Corp. Sollen wir mal es wird Corps geschrieben, aber Corps heißt ja eigentlich was nicht so Schönes, ne? Also Rock Corps wird es geschrieben auf jeden Fall. Und dann ist es halt Corps. Also es wird C-O-R-P-S geschrieben. Genau. Ne? Genau. Haben wir alles richtig gemacht? Ich würde sagen, es ist richtig. Ja. Ja. Vielleicht ist es auch die Abkürzung für irgendwie Corporations. Ja, es ist Corporations. Ja, ja, klar. Das sollte das sein. Gehe ich davon aus. Rock Corps. Ja. Stephen Green. Schade, dass er aber seinen Arbeitskollege fand, den Witz lustig, als ich gefragt habe, which one will Stephen Green pick? Und er hat nicht das Grüne genommen. Schade. Hat er galant überhört. Wortwitze auf Englisch müssen auch manchmal sein. Ja. Ja, gut. Wir haben noch 8:20. Was machen wir mit dem angefangenen Morgen? Ja, mal ganz kurz, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? 2024. Ja, 2024. Es kommt langsam der Frühling. Ja. Ja. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass in der Stadt am Samstag unglaublich viele Menschen waren und vor allem also Demonstranten und Belehrungsevents und sonst was alles. Und da frage ich mich, wo ist das ganz normale Leben manchmal. Und heute Morgen ist Folgendes passiert. Ich bin losgefahren, wie immer, immer zur gleichen Zeit. Und ich fahre dann so die Berner Chaussee runter. Und da muss ich mich immer mit meinem kleinen Elektrowagen mit leicht überhöhter Geschwindigkeit, das sage ich ganz bewusst hier, leicht überhöhte Geschwindigkeit, weil es gibt nichts Schlimmeres als 49 Fahrer. Und zwar nicht vom Alter her, sondern vom Tempo. Aber da wird die Toleranz abgezogen. Das heißt, 50 laut Tacho sind ja gar nicht 50. Eben. Ne? Und ich fahre meistens, würde ich sagen, knapp unter 60, which ist 50. Ja. So. Und zügig. Und dann schlängle ich mich so durch und so, wie sich das gehört. Vernünftiges Autofahren mit gesundem Menschenverstand. Heute Morgen war ich alleine. Warum? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe gedacht, sind die Menschen jetzt so müde, dass sie sagen, weißt du was, ich stehe einfach gar nicht mehr auf. Ich habe einfach keine Lust mehr. Es ist so nervtötend. Du hast nur schlechte Nachrichten. Eine nach dem anderen. Dann erzählen diese irrsinnigen Ideologen Geschichten, wie zum Beispiel der Wirtschaft, der geht es ja nicht schlecht. Das sind ja nur die Zahlen, die schlecht sind. Wird nicht gestreikt? Also eigentlich müsste doch viel mehr los sein auf den Straßen, oder? Habe ich auch gedacht. Deswegen bin ich ja, wie gesagt, pünktlich losgefahren. Aber es war heute Morgen einfach keiner da. Dann kamen vereinzelte Autos, aber zum Beispiel am Farmsener Bahnhof, wo immer ein bisschen, also da stehen immer zu der Zeit, wo ich fahre, immer so 10 Autos sind und meistens brauchst du, also hast Glück, kommst mit der ersten oder dann mit der zweiten Ampelphase kommst du rüber. Eine halbe Stunde später stehst du da, 6 Ampelphasen mindestens. Deswegen fahre ich ja so früh. Und aber heute Morgen nichts. Ich war als Erster an der Ampel. Dann fahre ich da weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Damm. Und was ist da? Keiner. Ich war einfach alleine. Und da habe ich gedacht, die Menschen, vielleicht sagen sie einfach, weißt du was, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Das macht doch keinen Spaß.
Ich finde es ganz interessant. Ich habe hier nebenbei den Livestream laufen, ja, den YouTube-Stream, und man sieht ja zeitversetzt immer, was passiert. Also auch hinter uns. Ja. Da ist ganz schön viel Betrieb, ehrlich gesagt. Da oben, ja, sitzt einer die ganze Zeit im Büro. Hier geht gerade unten einer rein, hofft, dass die Klingel funktioniert, hat geklingelt. Ja. Da wird irgendwas angeliefert. Ja. Da ist manchmal einer mit dem Staubsauger unterwegs. Ja. Das ist wirklich so ein Suchbild im Prinzip. Ja. Vielleicht sollten wir da mal einen mit einem gestreiften T-Shirt und einer Brille verstecken und einem Hut. Ja. Walter suchen. Nee, dann würden wir sozusagen hier sagen, wir machen, wie nennt man das denn, so ein Memory? Ja, wir haben, pass auf, Menschenmemory. Wir nehmen zwei Menschen und ziehen sie gleich an. Und die, ja, verteilen wir irgendwie über diese Häuser hier. Und wer die erkennt und ruft zur rechten Zeit an, gewinnt einen Preis von 1 Million Rupien. Wie ist eigentlich der Stand mit dem Telefon hier auf dem Tisch? Das müssen wir Technik-Thomas fragen. Ja. Das sollte diese Woche installiert werden. Diese ich habe das so verstanden, das Telefon selber ist schon da, das habe ich schon gesehen, ja, das ist bei uns im Büro. Das und ist gut. Ich hoffe, dass das jetzt bald soweit ist. Das wäre natürlich fantastisch, weil dann können wir endlich mehr Telefonstreiche machen, ja, und auch wirklich das ernsthaft nutzen für Call-In-Sendungen. Das ist richtig. Das können wir das machen. Das wäre gut. Wir können, wenn du mir jetzt sagst, wen ich anrufen soll, rufe ich jemanden an. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wen wollen wir denn heute mal anrufen? Wir können einfach mal gucken. Wollen wir mal gucken? Ja. Weil ich finde das immer super, wenn wir jemanden anrufen. Ja. Auch bei dieser Wer wird Millionär-Ausgabe, die ich hier mit Narre gemacht habe, da war Kevin ja unser Telefonjoker. Ja. Hat performt, muss ich sagen. Der hat wirklich abgeliefert und die Sportfrage auf den Punkt beantwortet. Und ich finde es immer wirklich eine Bereicherung, jemanden anzurufen. Jemanden, den man auch ein bisschen kennt. Wir machen es einfach anders. Oder irgendeine Nummer. Pass auf, wir wählen hier 040. Ja. Und jetzt sag mal irgendeine Nummer. Soll ich die Nummer wählen von meiner Oma früher? Das könntest du machen. Meine Oma hatte früher diese Nummer. Die weiß ich heute noch auswendig, weil die habe ich so oft gewählt. Und es war immer meine schönsten Gespräche und so war das. Ich würde sagen, wir rufen da jetzt mal an. Das wäre eine gute Idee. Nein. Möglicherweise kann Ihnen ein Auskunftsdienst weitergeben. Die Nummer ist nicht vergeben. Was ist denn jetzt los? Die Nummer ist von meiner Oma, die Nummer ist nicht neu vergeben worden. Hm. Ich probiere es nochmal. Ich probiere eine andere Nummer. Und zwar, ich verändere eine Zahl. So. Weil normal der Stamm von der Nummer ist ja dann immer in dem Gebiet eigentlich. Und da klingelt was. Festnetz. Festnetz anrufen ist auch was ganz Exotisches. Da geht auch kein Mensch dran. Wer soll denn da rangehen? Es gibt doch gar kein Festnetz mehr. Dann denkt man immer, da ist dann irgendwie ein Marktforschungsinstitut dran oder so. Ja. Nee, geht keiner ran. Festnetz geht, macht ja auch keinen Sinn. Dann muss man eine Fantasienummer anrufen mit dem Handy. Also nehme ich mal 0171, oder? Ist das korrekt? Kannst du nehmen, ja. So, dann machen wir mal. Ich rufe einfach 0171 und dann die Nummer von meiner Oma. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das wird, aber die ist dann vielleicht zu kurz, die Nummer, wer weiß. Mal gucken. Die Menschen, aber die schlafen alle. Die schlafen alle, die Menschen wollen alle nicht mehr, die haben einfach keine Lust mehr. Oliver Salge? Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Sagen Sie, Herr Salge, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Bei mir? Wieso? Ja, warum? Wir haben Folgendes gemacht. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es die Nummer von meiner Oma noch gibt. Und das ist die 603-5531 war das. Und dann habe ich festgestellt, die gibt es nicht mehr. Und dachte ich, jetzt wähle ich mal einfach 0171 und dann die Nummer. Wer wohl an die Nummer rangeht, die ich noch im Kopf habe, die meine Oma mal hatte? Ja, das bin ich jetzt so. So. Sie sind gerade, wir machen so eine kleine lustige Fernsehsendung hier am Morgen, deswegen, wir wünschen Ihnen erstmal alles Gute. Geht's Ihnen denn sonst gut? Ist bei Ihnen alles gut? Ja, ich gehe wieder ins Bettchen. Ne? Das tut mir leid, ich wollte Sie nicht aufwecken. Tschüss. 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 Schönen Tag. Ja. Gut, dass du die Nummer jetzt auch fast verraten hast, aber Sie merken, liebe Zuschauer, da ist Potenzial drin. Ja. Warum aber in Gottes Namen ist der Mann um diese Zeit noch im Bett? Ja, vielleicht arbeitet er ja in einer Spätschicht, Nachtschicht irgendwie und ist jetzt nach Hause gekommen. Wir wählen irgendeine Nummer und dann haben wir direkt jemand dran, der hellwach klingt, aber noch im Bett liegt um diese Zeit. Das ist wirklich, wir haben da manchmal Pech, muss ich sagen. Wir haben ja auch den einen Tag erfahren, diese Weisheit, niemand kennt die Antwort. Ja. Und dann habe ich ja hier im Telefonbuch eingegeben, Hamburg und niemand. Nicht, und dann haben wir den erstbesten Niemand angerufen und den haben wir leider akustisch gar nicht verstanden. Aber die Idee generell finde ich super, Leute anzurufen. Ja. Einfach so, um mal guten Tag zu sagen. Aber der war ja sehr freundlich. Der war sehr nett. Sehr nett. Dafür, dass wir ihn gerade geweckt haben. Und war das schon echt noch in Ordnung. So, vorhin war bei uns zu Gast der Herr Green. Ja. Deswegen würde ich jetzt aus dem grünen Buch irgendwas aussuchen. Ja. Und zwar, jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. Da ist was dran, stimmt. Ich glaube, das ist ja Christoph Lichtenberg, der berühmte Christoph Lichtenberg, wo ich keine Ahnung habe, wer das ist, hat das gesagt. Wer ist wohl Christoph Lichtenberg? Wollen wir den Leuten das noch mitgeben? Wollen wir ihn anrufen? Ja, genau. Vielleicht gibt es die Nummer noch. Man weiß es. Oder wieder, wer weiß. Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. Ist ja wirklich so, ne? Wenn du irgendwie was versuchst, so handwerksmäßig oder so, und dann klappt irgendwas nicht, und dann sagt einer so, ja, ich mach das eben. Ja. Nö, geht nicht. Ja. Ah, mach her. Ich mach das wieder. Nach Fest kommt ab.
Na, genau, nach Fest kommt Lose. Eine Heimwerker-Rubrik, das wäre auch was. Ja. Die könnten wir ins Leben rufen mit einem tollen Buch, das ich mal geschenkt bekommen habe. Ja. Und zwar heißt es Selbst ist der Mann mit sehr vielen nützlichen Anleitungen, wie man heimwerkt. Ja. Mit Fotos aus den 90ern. Ja. Das ist so ein Bildband. Ja. Da ist dann zum Beispiel einer, der erklärt dir, wie man eine Duschkabine einbaut. Ja. Sehr oder schön. Irgendwie eine Heizung anbaut. Du weißt, kann ich mal mitbringen. Was mein, mein Live-Event-Traum noch ist, ne? Was ist das? Zwei linke Hände oder nein. Was? Nein. Achso. Ja, so könnte es heißen. Oh, wir müssen uns beeilen. Mein Live-Event-Favorite ist, du hast eine Bühne, du hast einen richtig guten Handwerker, ja. Du hast ganz viel Publikum, du lädst das Publikum, du holst Leute auf die Bühne, die müssen irgendwas zusammenbauen, was handwerklich ist. Ja, das ist auf jeden Fall immer lustig. Und das nennen wir Hör mal, wer da sägt. So, wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis dann. Alles macht's Liebe. Gut. Bis dann. Und telefoniert mal mehr. Ja. Tschüss.